Ich habe keine Angst vor Gespenstern. In dem Haus hier soll's also spuken, ha? Das behaupten zumindest die Leute, die dort leben. Das ist ja großartig. Genauso wie in einem alten Film. Dann wollen wir uns die Sache doch mal ansehen. Was? Also sowas nicht schlecht, die Klinge. Ja, toll. Sie wünschen... Wir sind die Geisterjäger. Nein, nein, sagen Sie nichts, ich komme drauf. Sie sind doch sicher der Butler. Sie werden schon sehnlichst erwartet. Mann, das Haus ist ja wirklich wahnsinnig. Das müssen wir uns erst einmal genau ansehen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann darauf verzichten. Darf ich Ihnen die Mäntel abnehmen, Gentleman? Nein, danke sehr. Wie Sie wünschen. Also, ich glaube, dass wir hier noch eine Weile zu tun haben werden. Ich hoffe nur, dass wir diesen Auftrag überleben. Ah, da sind Sie ja, die Geisterjäger. Ich bin Mr. McCabe. Darf ich Ihnen etwas Wurmwarzentee anbieten? Oh ja, vielen Dank, Mr. McCabe. Ihr Haus ist wirklich wunderschön. Ah! Was ist denn bloß Wurmwarzentee? Ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall hört es sich eklig an. Oh nein, er ist ja kalt. Keine Sorge, es dauert nur einen Moment, ihn aufzuwärmen. Wie ärgerlich. Aber was soll's? Ich habe mir noch nie besonders viel aus Wurmwarzentee gemacht. Soll ich uns etwas Rattenmilch servieren lassen? Nein, danke. Ich habe einen sehr empfindlichen Magen. Ich darf es nicht trinken. Aber nein, danke. Bela, willst du mich nicht unseren Gästen vorstellen? Gentlemen, meine Frau Lucrezia. Oh, hallo. Es freut mich, Sie kennenzulernen, meine Herren, und was auch immer. Herzlich willkommen in unserem bescheidenen Haus. Ich hoffe, Sie verzeihen das Durcheinander, aber wir sind gerade beim Frühjahrsputz. Wir bereiten uns nämlich auf ein Familientreffen. Na? Hör auf damit, Slimer, du bist nicht zum Spielen hier. Mr. McCabe, vielleicht könnten Sie uns erklären, mit welchen übernatürlichen Problemen Sie es hier zu tun haben. Wir haben überhaupt kein Problem. Hör mal, Thaddeus, die Geisterjäger verstehen ihre Arbeit. Wir wollen doch, dass sie uns hier helfen. Natürlich, wir werden das Problem bald gelöst haben. Ach, wirklich? Oh, süßer Hundi. Oh, so ein braver Hund, wie geht's dir? Also, ich glaube, dass du das vielleicht lieber nicht tun solltest, Slimer. Sein Name ist Patrick. Ich habe ihn selbst gemacht. Das Vieh kann einem ja leid tun. Vater, ich bin mit dem Saubermachen im Nordflügel fertig. Das hast du sehr gut gemacht, Lydia. Vielleicht kannst du unseren Gästen das Haus zeigen, nachdem ich ihnen alles über den Geist erzählt habe. Aber natürlich, Vater. Oh, sehr erfreut. Ich bin doch der berühmte Dr. Bankman. Wie mein Mann Ihnen bereits sagte, in unserem Haus hier spukt es.
Nein, das stimmt gar nicht, Mom. Sei still, Thaddäus. Wir haben schon versucht, den Geist zu verjagen, aber leider ohne Erfolg. Haben Sie ihn denn überhaupt schon zu Gesicht bekommen? Nein, aber gehört haben wir ihn. Ist er das? Nein, das ist nur unsere Kuckucksuhr. Das ist er! Sie sehen ja selbst, mit unserem bevorstehenden Familientreffen sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Lecker, lecker! Buh! Wir möchten Sie darum bitten, die Nacht hier zu verbringen, denn dann ist der Geist immer am aktivsten. Würden Sie uns bitte einen Moment entschuldigen? Wir sollten den Auftrag annehmen. Das könnte lehrreich werden. Mir sind diese Leute unheimlich. Wenn es hier spukt, sind sie es doch selbst. Ja, da hat er recht. Ich bin deiner Meinung, Winston. Also ich möchte hier nicht die Nacht verbringen. Also Leute, es tut mir ja sehr leid, aber... Ach, übrigens, wir zahlen jeden Preis, den Sie verlangen. Geld spielt gar keine Rolle. Also ich würde sagen, das hört sich gut an. Was meint ihr? Ich bin auf die Sache interessant. Sehr interessant. Bleiben. Das hier ist der Ballsaal. Hübsch. Er ist so klein und gemütlich. Also ich empfange jedenfalls sehr starke Signale. Es handelt sich um eine völlig neue Sorte. Thaddäus, was ist da passiert? Ich war's nicht. Ich bin gerade erst hergekommen. Lügen haben kurze Beine, darum ist er wahrscheinlich auch so klein. Och, seht euch das mal an. So viele Bücher. Das sind über 3000 Bücher. Einige von ihnen sind hunderte von Jahren alt. Ich empfange schon wieder sehr starke Signale. Die ganze Sache erscheint mir ausgesprochen seltsam. Was ist denn plötzlich in die Bücher gefahren? Das ist der Geist. Das hat er schon einmal gemacht. Was hältst du davon, Igor? Faszinierend. Wir haben es hier mit außergewöhnlich starken Kräften zu tun. Und was können wir dagegen tun? Wir greifen an. Peter, warte! Das hier könnte helfen. Es ist das goldene Grimmbuch. Ein Zauberbuch. Ich hoffe nur, dass du sehr schnell lesen kannst. Hier ist eine gute Zauberformel. Nisi defectum pot refeciandum. Gut gemacht, Ray. Danke, das hat auch Spaß gemacht. Ich habe einen Vorschlag. Lass ihn hören, Egan. Meiner Meinung nach müssen wir, wenn wir größere Territorien observieren wollen, unsere individuellen Energien separieren. Was hat er da gesagt? Er glaubt, dass wir mehr erreichen, wenn wir uns aufteilen. Oh. Hier scheint alles ruhig zu sein. Ja, aber etwas zu ruhig, wenn du mich fragst. Was hast du gesagt? Ich hab nicht geredet. Aber wer war's dann? Oh. Ja! Das war gar nicht schlecht, Winston. Ja, ich werde wirklich jeden Tag besser. Haben Sie ihn erwischt? Das möchten wir doch hoffen, Mr. McCabe. Sehr gut. Meine Herren, das Abendessen ist serviert. Großartig, wir verhungern schon. Haben Sie schon etwas herausbekommen, meine Herren? Nein, noch nicht besonders viel, Mrs. McCabe. Aber bis zu Ihrem Familientreffen werden wir alles geregelt haben. Ehrenwort. Oh, das will ich doch aber auch hoffen. Unsere Verwandten werden morgen früh hier ankommen. Oh, lecker, lecker. Guten Appetit, Gentlemen. Oh, genauso wie zu Hause bei Mutti. Wenn das Spinnenhaarfondue Ihrem Geschmack nicht zusagt, dann probieren Sie doch einfach den zweiten Gang. Spinnenhaarfondue? Hä? Alter Baumschimmel, leicht angedünstet in Fledermausspucke, deliziös. Das sieht sehr kalorienreich aus. Nein!
Oh! Was machst du da, Igen? Hebst du das etwa für später auf? Nein, ich will das nur für meine Sammlung von seltenen Pilzen und Sporen mitnehmen. Oh, lecker! Mein Magen ist sicher für ewig verkorkst. Am schlimmsten war der Nachtisch, Maus au Chocolat. Wie haben die es nur geschafft, die Maus mit Schokolade zu überziehen? Lasst uns erstmal frische Luft schnappen. Was ist denn jetzt los? Wir sind eingesperrt. Oh nein! Aber nicht mehr lange, mir reicht's jetzt nämlich. Kein Grund zur Sorge, Gentlemen. Das war nicht der Geist, sondern unsere Alarmanlage. Ja, damit fühlen wir uns nachts einfach viel sicherer. Es gibt zu viele seltsame Gestalten. Igor zeigt Ihnen jetzt Ihre Zimmer. Also träumen Sie süß. Danke, wir werden es versuchen. Hier entlang, Gentlemen. Was? Ihr Zimmer, Gentlemen. Schlafen Sie gut. Oh, das soll wohl ein Witz sein. Nicht mal Frankensteins Braut hätte hier geschlafen. Ich weiß nicht. Ich find's gar nicht so schlecht. Wisst ihr, was mir eingefallen ist? Wer weiß, vielleicht sind wir morgen die Unterhaltung bei dem Familientreffen. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Was? Das war überhaupt nicht komisch, Junge. Oh doch, das war's. Damit habe ich das Laken zum Leuchten gebracht. Gar nicht schlecht, was? Gib mir das. Und jetzt geh und spiel mit Frankensteins Hund. Hast du verstanden? Das ist einer von Ectos Reifen. Ich meine, das war einer von Ectos Reifen. Komm mit, Patrick. Die Jungs hier sind viel zu lahm. Ich weiß zwar nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich glaube kaum, dass wir heute Nacht zum Schlafen kommen werden. Du hast recht. Wir sollten die Suche fortsetzen, damit wir bald wieder in unseren eigenen Betten schlafen können. Sehr gute Idee. Los, Jungs. Ja, los geht's. Ja. Die Signale sind immer noch sehr stark. Wir haben es hier mit einer uns völlig unbekannten Macht zu tun. Igen, einen Moment mal. Vielleicht ist es gar nicht übernatürlich, sondern eher übersinnlich. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Also gut, Ray, ich geb's auf. Jungs, wo liegt da der Unterschied? Also, übernatürlich bedeutet, dass das Wesen einmal menschlich war, so wie ein Geist. Das ist korrekt. Und übersinnlich heißt, dass es mit unserer Lebensform nie etwas zu tun hatte. Dann verratet mir mal, ist das hier übernatürlich oder übersinnlich? Das weiß ich auch nicht, aber wir werden es gleich herausfinden. Ein Staubsauger? Ein Staubsauger. Ist alles in Ordnung, Kleiner? Ja, alles in Ordnung. Da bist du ja. Mutter sucht dich überall. Nun los, mach schon. Haben Sie etwas herausgefunden? Nichts Spezifisches, aber was immer es auch sein mag, es scheint von dort drinnen zu kommen. Dann lasst uns mal nachsehen. Hinter dem Bücherregal scheint etwas verborgen zu sein. Das ist ganz bestimmt so ein Geheimgang. In alten Häusern findet man sowas. Sieh doch mal nach, Slime. Also gut. Oh, da hinten. Aber wie sollen wir da reinkommen?
Irgendeine Idee, Lydia? Ich fürchte, nein. Tut mir leid. Hier muss irgendwo ein Hebel versteckt sein. Seht mal, eine Ausgabe der schrecklichsten Dinge dieser Welt und was man dagegen tun kann. Das Buch habe ich schon seit Jahren versucht zu bekommen. Wirklich interessant. Oh, oh! Habt ihr das gesehen? Rays Pfiff, der muss es ausgelöst haben. Mach's noch einmal, Ray. Vielleicht war das die falsche Tonart. Wie wär's, wenn ihr mich hier rausholen würdet, Jungs? Ich werd's mal versuchen. Von dem Ende des Tunnels da hinten kommen eine ganze Menge seltsamer Geräusche. Also irgendetwas ist da unten jedenfalls. Lasst uns der Sache nachgehen. Oh, ja. Unwahrscheinlich. Hä? Was ist das? Es scheint sich hier um ein Harzgebilde zu handeln. Na, bist du nicht froh, dass du gefragt hast? Ich glaube, wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Abgeschlossen. Das habe ich fast erwartet. Dieser Schlüssel hier öffnet uns jede Tür. Volle Kraft voraus, Jungs! Fertig? Nein, aufhören! Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber so langsam gehst du mir wirklich auf den Wecker! Was hast du hier überhaupt zu suchen, Thaddäus? Ich bin doch nur hier, um euch zu warnen. Geht bloß nicht in diesen Raum. Aber warum denn nicht? Also neulich, da wollte ich einen Spielkameraden für Patrick bauen. Und dabei habe ich wohl aus Versehen die Tür zu einer anderen Dimension geöffnet. Du warst es also, der das übersinnliche Wesen in unsere Welt gelassen hat. Und jetzt ist es in diesem Raum eingesperrt. Wenn Mom und Dad davon erfahren, werden sie dir aber ganz schön was erzählen. Patrick, nein! Geh von der Tür weg! Was für ein Wesen? Ich weiß auch nicht, aber es ist groß, hässlich und schlecht gelaunt. Das schnappen wir uns. Jetzt wird sein Arm aber auch überall. Was habe ich noch nie gesehen? Den gibt's hier sicher morgen als Hauptgericht. Wir müssen den richtigen Moment abwarten. Schließlich wollen wir ja nicht Slimer treffen. So kommen wir auch nicht weiter. Unsere Strahler haben überhaupt keinen Effekt. Ist alles in Ordnung? Ja, soweit ich das beurteilen kann. Oh, wir sind in Schwierigkeiten. Das sind wir doch schon die ganze Zeit.
Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Nein, das hat keinen Sinn. So kommen wir nicht weiter. Es funktioniert. Seht doch. Es kann nur eine gewisse Menge Energie absorbieren. Schieß weiter. Volle Kraft. Igen, ich muss dir ein Kompliment machen. Dir fällt auch immer was Vernünftiges ein. Und was wird jetzt passieren? Es wird in ganz genau 5 Sekunden explodieren. Hm? Kommt mit. Explodieren? Nicht die Wette, Jungs. Ist das schreckliche Wesen endlich weg? Es stammte nicht aus unserer Welt, also haben wir es wieder zurückgeschickt. Ich hoffe, es kommt nie wieder. Was war denn das für ein entsetzlicher Lärm? Mr. und Mrs. McCabe, Sie werden froh sein zu hören, dass es in Ihrem Haus nicht mehr spukt. Ups. Na ja, jedenfalls nicht mehr als sonst auch. Wie wunderbar. Das sind ja sehr gute Nachrichten. Und gerade rechtzeitig zur Ankunft unserer Gäste. Kommen Sie, ich möchte Sie bekannt machen. Und Sie, meine Herren, sind doch bestimmt die berühmten Geisterjäger. Jeder von uns brennt schon darauf, Sie kennenzulernen. Wie wär's mit dem Party, haben? Das sieht ja fast so aus, als ob es noch lebt. Vielleicht sind das die Reste vom Abendessen. Ja schon, aber die vom letzten Jahr. Ausgesprochen appetitlich. Oh, gut. Ach, Slime. Es ist doch immer wieder dasselbe. Ich glaube, du frisst wirklich alles. Musst du immer so unappetitlich sein? Das ist ja ekelhaft.